So Leute, willkommen damit zur Pilotfolge, kann man es nicht ganz nennen, zur Umfragefolge von unserem EU4-MP. Der Markus ist nämlich auch in der Leitung. Verdammt, ich wollte eigentlich einen dummen Auftritt machen und du musstest es wieder ruinieren. Na, Tactical Genius. ja, es geht jetzt darum, welche Nation sollen wir nehmen, weil wir wollten ein bisschen Challenge-Modus machen, also wir wollten nicht so ein Fuck-Sack machen wie, keine Ahnung, Frankreich-Kastilien oder so und einfach World Conquest. wie wollen... Ich weiß schon, ob du Frankreich-Kastilien sagst. Weil wir es privat schon gemacht haben. Und ich da ein bisschen ausgeflippt bin. Ja, leicht. Ich muss dich immer wieder zügeln, dass eine Ausbreitung mal runtergehen muss. ja, wir wollten halt Clan-Relation nehmen. Ein bisschen Challenge und ja, die sollten auch ein bisschen näher zusammenhängen, dass sie sich ein bisschen unterstützen können gegenseitig. Wir haben uns ein paar schon ausgesucht und ihr könnt quasi entscheiden, welche Nationen wir nehmen sollen. Eine Nationengruppe, die wir uns gedacht haben, ist der Livonische Orden, der Deutsche Orden. Das wird halt ultra beef. Ja. Schlecht aus Erfahrung. Ich habe nicht umsonst bald die Crusader mal gemacht. Ja? Ich weiß, das ist halt so ein Meme-Fest, weil... Die beste Taktik mit Deutschland und Dämonischen Orden ist einfach zuerst Polen wegzudrücken, bevor sie die Personalunion haben. Ja. Mit dem mit Teutonic Order kannst du jetzt mittlerweile auch versuchen, ins Reich reinzujoinen. Du bist klein genug dafür. Ja, egal. Mach mal weiter. Gut, also die beiden können wir machen. Dann habe ich mir überlegt, irgendwas im Reiche. Keine Ahnung, sowas wie Brandenburg-Sachsen, Bayern-Böhmen, irgend sowas. Ja, halt zwei etwas anständige Nationen im Reich, welche genau werden wir dann vielleicht sogar zufällig rausfinden. Vielleicht machen wir auch Ulm. Ich wollte gerade sagen, vielleicht machen wir auch sowas, wie ich wollte jetzt Lübeck und Hamburg sagen. Oder, nee, ich nehme Dipmarschen, ich nehme den Dipshit. Ach so. Und ich will die Niederlande gründen. JK. Okay, dann nimmst du Utrecht. Utrecht. Dann dachten wir uns vielleicht auch sowas wie Portugal-Kastilien und dann voll auf Kolonialismus gehen. Ja, die Weltzivilisation. Ja, du weißt schon, was ich meine. Na sicher. Du weißt genau, dass ich da wieder ethnische Säuberung betreibe. Ja, nur. Dann haben wir uns in Asien auch was überlegt. Ich wollte Viagra nehmen, also hier diese komische Inder-Scheiß hier unten. Und du dann eventuell die Ayatollahs in Siam. Dass wir dann den hinduistischen und den buddhistischen Glauben mal durchballern, durch alle Kontinente der Welt. Ja. Oder zumindest Indien und Siam und komplett eigenständig machen und vielleicht Ming mal in den Arsch treten. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn wir in Indien sind, dann wären wir halt früher oder später auch mit Ming aneinander geraten. Das könnte auch ganz lustig werden. Vor allem jetzt halt mit, genau deswegen. Mandate of Heaven, genau. Ja, den was du hast und ich nicht, weil ich bin ein Geizkragen. Und ich finde die Scheiße echt zu teuer. Ja, meine Treffen war auch viel zu teuer. Ja. Und ansonsten... Haben wir noch was? Wollen wir nochmal Ungarn Byzanz machen? Ja, das könnten wir auch machen, dass ich wieder Byzanz nehme. Ja, machen wir auch mal rein. Und dann mache ich aber ordentlich Remove Kebab, das garantiere ich. Das gebe ich mit Brief und Ziegel. Dann gibt's Remove Kebab vom Feinsten. Oh ja. Machen wir noch Ungarn Byzanz? Also klar, ich supporte ihn, ne, und dann machen wir ordentlich Beef. Ja, dann geht die Welt unter. Noch was? Norwegen-Schottland. Oh, Norwegen-Schottland, ernsthaft? Warum sollte ich das nicht in die Debatte werfen? Wäre es nicht ja lustig. Wäre jetzt ein Witz von mir gewesen, aber okay. Ach so, das war... Nein, das ist... Das wäre ein Witz von mir gewesen. Das wäre ernsthaft ein Witz von mir. Hat Schottland ein bisschen voll aufgeschmissen, Norwegen bist du eh der... Naja, das Bückstück von Dänemark. Wie Kilian gesagt hat, niemand spielt als Norwegen. Warum sollte man Norwegen nehmen? Ja gut, dann eben nicht. Wir könnten aber noch als Papst in Venedig spielen. Das wäre auch sicher witzig. Ich würde freiwillig den Papst nehmen. Ich weiß, dass du mit dir wieder gierig und geil auf dem Papst bist. Ja sicher doch, vor allem weil ich so gläubig bin. Ich kann natürlich die Spaghetti-Installation aber nicht gründen, weil ich eben dich brauche. Ja. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich kenne auch kein, hier wäre es nochmal, das, Abendland. Hier kann ich auch unabhängig erklären. Das Königreich, und so. Geil, okay. Aber ich glaube, es reicht eigentlich, oder?
wüsste jetzt eigentlich nichts mehr, was wir noch machen können, weil das Rest... Spiel ist auch für den Arsch. Ja, der Rest wird so einfach, wenn wir Österreich nehmen oder Burgund oder so. Dann ist eh Kinderspiel für ja. uns. Also nochmal für... Ich darf wieder Frankreich nehmen. Nee. Also nochmal für die Leute, die schwerhörig sind oder es nicht mehr genau wissen. Teutonic Order und... die Aufmerksamkeitsspanne haben dafür. Der Teutonic Order und der Livonian Order. Irgendwas im Reich. Kastilien und Portugal. Venedig und der Papst. Ungarn und Byzanz. Und ja, Viagra und Ayutthaya. Ayutthaya, Entschuldigung. Das ist ein extrem komplizierter Name. Ich muss es überhaupt erst dran finden auf der Karte. Das ist bei Siam da, bei Bangkok. Ich glaube, ich bin blind, Alter. Ah doch, ich hab's gefunden. Ja, so die Scheißteile sind das. Ja, wollte gerade sagen, so klein ist die Stadt auch nicht. Ja. Sackratten. Sacre bleu. Ja. Na gut. Dann stimmt mal ab. Wir sind sehr gespannt, was für ein A2 rauskommen wird. Ich bin sowas von fucking hyped für das LP. Wenn ich was in den Raum werfe, würden meine zwei Favoriten sind sowieso Byzanz Ungarn oder Deutsche Orden, Livonische Orden, weil ich würde einfach nur Remove Kebab machen. Da könnt ihr euch sowas von drauf verlassen. Ich glaube, selbst wenn ich Indien bin, tue ich alles um Kebab zu removen. Da könnt ihr euren Arsch drauf verwenden. Ja, wenn du in Indien bist, du hast doch Kebab um die Ecke hier in Malaysia und so, ne? Ja. Na eben. Jetzt drück wieder rein wie ein Idiot. Deus Vult. Ich bin Idiot, ich gewinne auch immer gegen das Kebab. Ja, sicher. Oder mit Portugal, das ist eine zivilisierte Welt, da war wie Moves. Die Untermenschen. Ja, das wäre auf jeden Fall die Vorschläge. Ja, dann sind wir mal gespannt, was da rauskommt und wie sie uns dann, wenn es soweit ist. Na, hoffentlich. Viel Spaß.